Das Final Four in der Kramski Deutschen Golfliga, presented by Audi. Der Saisonhöhepunkt mit Alan John, Zweiter bei der European Open, und er macht in Köln da weiter, wo er in Hamburg bei den Profis aufgehört hatte. Ein Igel zum Sieg im Vierer. Faszination, Team-Event. Diese wenigen Turniere geben dann halt einem schon ein bisschen den Kick und da gehen halt die Emotionen auch hoch. Da sollte er recht behalten. Die Damen aus St. Leon Roth waren mit Caroline Lampert in den Vierern mit 2:1 gegen Berlin in Führung gegangen. Aber im Einzel reicht es für die aktuelle Nummer 4 auf der Ladies European Tour nur zu einem halben Punkt gegen die erst 16-jährige Debütantin Linda Rademacher. Und Luca Kienbaum hatte diesen Part zum Finale für Berlin-Wannsee. Die erste dicke Überraschung. Der Titelverteidiger bei den Damen war raus und Berlin im Finale. Wir sind einfach nur super, super happy. Ich glaube, die Rolle als Underdog haben wir schon immer sehr, sehr gut angenommen. Und während in Berlin schon gefeiert wurde, zogen die Hamburger nach. Angeführt von Vize-Europameisterin Esther Henseleit gelang den Falkensteinerinnen ein knapper 5:4 Erfolg über den Münchner Golfclub. Fürs Endspiel gegen, ja, gegen Berlin. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung, aber wir freuen uns drauf. Wir haben schon immer gesagt, dass der Norden besser ist, als man denkt. Bei den Herren hatte es Mannheim-Viernheim mit den Sensationsaufsteigern aus Ösel zu tun. Mit dem besseren Ende für den Meister von 2014, der sich in den knappen Matches mit 8:4 durchsetzte. Finale. Oh. Im zweiten Halbfinale ging es in Stechen. Alan John brachte St. Leon Roth mit 1:0 in Führung. Aber Lukas Euler glich für den Frankfurter Golfclub aus. Und als Daniel Becker am dritten Extraloch seinen Par-Putt nicht lochen konnte, war die Sensation perfekt. Wieder so ein legendäres Stechen beim Final Four in der Abenddämmerung. Wir können es selbst nicht glauben. Nach dem zweiten Spieltag waren wir abgeschrieben und jetzt sind wir im Finale des Final Fours. Unfassbar. Der Tag der Entscheidung. Hamburg ging in den Vierern mit 2:0 in Führung. Aber Berlin blieb dran und verkürzte. Alles vor über 6.000 Zuschauern, Rekordbesuch. Es wurde schließlich auch was geboten, inklusive Side-Events und der German Long Drive Championship. Am Nachmittag sorgte die überragende Lilly Köster für den dritten Hamburger Punkt. Und nach dem Sieg von Christine Eisenbeiß war es geschafft. Der Hamburger Golfclub ist zum ersten Mal deutscher Meister der Damen. Das war ein mega geiles Turnier und wir haben alle 110% gegeben. Und jetzt endlich ist es soweit, dass wir diesen Pott in der Hand haben können. Das ist unbeschreiblich. Also, wir haben Hamburger Geschichte geschrieben. Bei den Herren hatte sich Mannheim in den Vierern einen 4:0 Vorsprung erspielt. Aber die Frankfurter Stehaufmännchen kamen auch diesmal zurück nach dem Punkt von Maximilian Röhrig. Erkämpfte sich Daniel Tack einen halben Zähler gegen Hurley Long. Kurz danach hatte Max Bögel allerdings die Chance, den Titel für Mannheim klarzumachen. Die Herren vom Golfclub Mannheim-Viernheim sind wieder oben auf und feiern ihre zweite deutsche Meisterschaft. Wahnsinn, wir haben es uns so hart erarbeitet und ist aber ein tolles Gefühl jetzt, echt, echt geil. Was für ein Finale dieser herausragenden Titelkämpfe. Welch ein grandioses Erlebnis für die Mädels, für die Jungs, für alle hier. Das war die beste Werbung für den Golfsport. Mit der Siegerehrung als emotionalen Höhepunkt. Ein neues Auto gab es dabei für Mannheims Patrick Pote für ein Ass auf der 9. Die Damen aus St. Leon Roth am Ende auf Platz 3. Überglücklich die Vizemeister vom Wannsee. Und als neuer deutscher Meister feiert der Hamburger Golfclub Falkenstein. Bei den Herren das Überraschungsteam aus Ösel auf Platz 3. Die großartigen Frankfurter sind Vizemeister. Und Glückwunsch an den Golfclub Mannheim-Viernheim! Der Rest war eine unvergessliche Poolparty.
Das Final Four der Kramski Deutschen Golfliga, präsentiert bei Audi. Der Saisonhöhepunkt in jeder Beziehung.